Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren auf der Tribüne, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gewaltbereiter Salafismus bzw. ganz allgemein gewaltbereiter Islamismus sind selbstverständlich wichtige Themen, über die wir hier reden müssen, über die debattiert werden muss. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Die Gefahr, die von Extremisten ausgeht, ist real, und zwar Extremisten, egal welcher Couleur. Auch bin ich selbstverständlich der Ansicht, dass, wenn rechtlich möglich, gegen Aktionen vorgegangen werden muss, von denen sich Menschen bedroht oder genötigt fühlen. Und zwar völlig egal, ob dann im Nachhinein sich diese Bedrohung oder Nötigung auch tatsächlich als eine solche im strafrechtlichen Sinne herausstellt. Und natürlich bin ich vor allem der Meinung, dass die Bevölkerung ein Recht darauf hat, vor solchen Menschen und insbesondere den dahinterstehenden Ansichten oder Absichten gewarnt zu werden. Und das ist ja auch in diesem Fall der Scharia-Polizei vielfach durch entsprechende Medienberichte geschehen. Aber die Frage, die sich mir hier stellt, ist, müssen wir diesen einen konkreten Vorfall tatsächlich auf diese Ebene hier heben? Und sind es dieser Vorfall, und damit meine ich keinesfalls die Debatte als solche, das habe ich ja gerade betont, sondern dieser eine konkrete Vorfall und die daran beteiligten Extremisten, ist tatsächlich wert, die Aufmerksamkeit dieses Parlaments im Rahmen einer Aktuellen Stunde und damit noch mehr Öffentlichkeit zu bekommen? Ich meine, wenn es eine gefährliche Lage gewesen wäre, ja, die man hier mit allem Nachdruck nachbereiten müsste, oder wenn die Landesregierung mal wieder planlos und inkompetent reagiert hätte, was sie in dem Fall dann tatsächlich mal nicht hat. Ja? In dem Fall hätte ich gesagt, okay, dann müssen wir darüber reden. Aber in diesem Fall, mit der heutigen Aktuellen Stunde, haben sie es geschafft, den Extremisten quasi auch noch das i-Tüpfelchen dessen zu geben, was sie mit dieser Aktion erreichen konnten. Noch mehr geht eigentlich nicht. Obwohl ein bisschen mehr geht schon. Ich meine, selbst die Kanzlerin hat sich ja zu dem Thema geäußert. Die Frau ist ein Phänomen, ja. Sie ist bekannt dafür, sich gerade zu kritischen Themen so gut wie gar nicht zu äußern. Aber ausgerechnet dann, wenn sie was sagt, dann zu den Themen, wo sie besser die Klappe gehalten hätte. Aber lassen wir diesen kostenlosen Werbeblock, den Sie den Extremisten heute geschenkt haben, einfach mal beiseite. Ja? Ich meine, das Problem, das ergibt sich ja eigentlich immer, wenn wir über Extremisten reden. Dasselbe Problem haben wir auch bei den Rechten. Das lässt sich tatsächlich nur schwer vermeiden, auch wenn man darauf achten sollte, das halt entsprechend mit Maß zu machen. Aber hier kommt noch ein entsprechender Aspekt hinzu, und zwar ein entscheidender Aspekt. Wissen Sie, die Rechten, die können Sie eigentlich alle in einen Topf schmeißen, pauschal kritisieren und auch richtig kräftig draufhauen, verbal natürlich. Da treffen Sie eigentlich immer den Richtigen, egal wen Sie treffen und wen Sie kritisieren. Da muss man nicht aufpassen oder differenzieren, aber wir reden hier über Glaubensgemeinschaften. Und bei Glaubensgemeinschaften sieht es ein bisschen anders aus. Frau Kraft, jetzt ist ja gar nicht mehr da, meinte in ihrer Haushaltsrede am Mittwoch, es sei gut, dass sich die islamischen Verbände von den Extremisten abgrenzen. Damit hat sie recht. Aber ich behaupte, es ist schlecht, dass sie das überhaupt tun müssen. Denn dass sie das tun müssen, kann ja eigentlich nur daran liegen, dass es Menschen gibt, die nicht unterscheiden können oder eigentlich noch schlimmer, die nicht unterscheiden wollen, dass Salafismus oder ganz allgemein Islamismus oder sonstige extreme Richtungen nicht das Geringste mit dem Islam zu tun haben, den 99% aller hier lebenden Muslime praktizieren. Und ich behaupte, einem vernünftig denkenden Menschen ist das auch klar. Und meinem Vernehmen nach, so wie ich das mitbekomme, ist das auch hier im Hause jedem klar. Ja, und ich meine, gerade das, also die Tatsache, dass es sogar hier im Hause jedem klar ist, zeigt doch, dass das Maß an Vernunft, um das zu verstehen, noch nicht mal besonders hoch sein muss. Und trotzdem gibt es noch immer genug Menschen, die nicht noch einmal dieses Mindestmaß an Vernunft aufbringen. Und deshalb ist es auch gerade bei diesem Thema äußerst wichtig, eine Debatte mit Augenmaß zu führen. Eine Debatte mit Augenmaß. Und dennoch, obwohl Sie das wissen und obwohl es im vergangenen Jahr schon mehrfach Debattenbeiträge zu diesem Thema gab, wir haben demnächst eine Anhörung aufgrund der FDP, trotzdem springen Sie wie so ein dressiertes Hündchen über jedes kleine Stöckchen, das Ihnen diese menschenverachtenden Extremisten hinhalten. Damit helfen Sie denen nicht nur, das möchte ich hier betonen, sondern sie gießen auch noch Öl in genau das Feuer derjenigen Menschen, diesen ganzen Hetzern und Demagogen, die sich diesen Umstand zunutze machen, um den Hass gegen den Islam und die Menschen muslimischen Glaubens zu schüren. Das, was sie hier veranstalten, ist keine Debatte mit Augenmaß, das grenzt an Populismus. Sie schüren Ängste und nutzen die Angst zum Fang von Wählerstimmen. Sie wollen bei der Geschichte ihr Stück vom Öffentlichkeitskuchen abhaben. Mehr ist es nicht. Ich meine, dass CDU und FDP das machen, ja? Um der Landesregierung mal wieder eins auszuwischen. Okay, geschenkt. Aus meiner Sicht zwar dumm, aber verständlich. Oppositionsarbeit. Dass aber auch SPD und Grüne auf diesen Zug aufspringen, ja, quasi aus Angst, um sich nicht vorwerfen lassen zu müssen, sie hätten zu diesem Thema nichts zu sagen. Das ist nicht nur dumm, das ist auch noch unverständlich.
Sie müssen sich jetzt hier und heute einfach nur mal fragen, fragen Sie sich das mal, welche Vorteile hat Ihnen diese Aktuelle Stunde heute gebracht? Was erreichen Sie? Welchen Mehrwert haben Sie mit dieser Aktuellen Stunde erreicht im Kontext der Gesamtdebatte, die wir jetzt schon seit über einem Jahr führen? Es ist heute, ich habe heute nicht das Geringste gehört, nicht ein Wort, weil ich Sie nicht schon fünfmal vorher gehört habe. Herr Kruse spricht über Blitzmarathons in dieser Debatte. Herr Köfke, Sie haben gerade angemahnt, dass wir kein parteipolitisches Geplänkel hier machen dürfen. Aber nichts anderes ist es hier. Wir haben noch nichts anderes gehört als das, was wir ja schon die ganze Zeit vorher hören. Es gibt ja nicht mal einen Antrag, über den wir abstimmen können. Gar nichts. Und vor allem, selbst wenn es einen Vortrag geben sollte, dann müssen Sie sich fragen, überwiegen diese Vorteile denn auch die Nachteile, die Sie durch diese Aktuelle Stunde, durch noch mehr Aufmerksamkeit für die Extremisten, und zwar auf beiden Seiten, ich erinnere dann nur an die Rechten in Wuppertal, die ja quasi als Antwort auf die Scharia-Polizei dann ebenfalls mit einem Stadtschutz reagiert haben, ja, sind es diese Nachteile überhaupt wert, oder diese Vorteile, diese Nachteile zu überwiegen? Und das Schüren von Hass und Angst in der Bevölkerung gegenüber dem Islam, und da sage ich ganz klar Nein. Und mein Beitrag zu dieser Debatte, Frau Beer, wenn Sie vielleicht zuhören, der ist ganz einfach der, dass ich Sie für dieses Vorgehen hier kritisiere. Diese Aktuelle Stunde tut nichts weiter, als dem Islam noch mehr zu schaden, als es jetzt schon tut, als diesen ganzen Rechten noch mehr Aufwind zu geben und auch den Extremisten im Rahmen des Salafismus. Das hätten Sie sich heute sparen können. Vielen Dank.